Hallo, in diesem Video beschäftigen wir uns mit der Einrichtung einer privaten Apple ID für Ihr dienstliches iPad. Dazu starten wir zunächst im Homescreen und drücken auf die App Einstellungen. In den Einstellungen tippen Sie oben links auf Ihre Apple ID. In unserem Fall heißt sie ZFM, Schulung 01 und so weiter. Hier tippen Sie dann auf iTunes und App Store. Dann drücken Sie oben auf Ihre blau hinterlegte Apple ID und es öffnet sich ein Fenster. Hier drücken Sie auf Abmelden. Nach kurzer Zeit werden Sie abgemeldet, was Sie daran sehen, dass Ihre Apple ID oben verschwindet. Nun können Sie sich mit Ihrer privaten Apple ID anmelden, indem Sie Ihre Apple ID und Ihr Passwort eingeben. In unserem Fall ist es einfachstemail@web.de. Wenn Sie Ihre Daten eingegeben haben, bestätigen Sie diese mit Anmelden und warten, bis Ihnen Ihre Apple ID angezeigt wird. Nun wird Ihnen Ihre Apple ID auch oben angezeigt und Sie haben Zugriff auf den App Store, wo Sie nun mit Ihrem persönlichen Account Apps einkaufen oder bereits gekaufte Apps herunterladen können. Um zu Ihrer dienstlichen Apple ID zurückzukehren, durchlaufen Sie quasi den gleichen Prozess nochmal. Drücken Sie auf Ihre persönliche Apple ID und melden Sie sich ab. Jetzt geben Sie wieder Ihre Apple ID, also Ihre dienstliche Apple ID ein und Passwort, bestätigen mit Anmelden und warten, bis Ihnen Ihre dienstliche Apple ID oben wieder angezeigt wird. Vielen Dank und tschüss!